Herr Bundesrat Vogler, Sie haben im letzten Sommer zur Eröffnung der Junifestwoche in Zürich viel beachtete Rede gehalten. Und darin haben Sie sich befasst mit dem Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Staat, zwischen Künstler und Politik. Und Sie haben unter anderem Folgendes gesagt: Als Politiker erkenne ich im Widerspruch der Künstler, in ihrer Kritik, in ihrer Kontroverse, ein heilsames und fruchtbares Element unseres nationalen Lebens. Ich möchte denn auch hoffen, dass sich viel mehr Politiker, viel intensiver als bisher, auch in der Öffentlichkeit mit dem Widerspruch befassen, den Künstler unserer politischen Tätigkeit, unseren Gepflogenheiten und Tabus entgegenhalten. Und ich habe oben mehr auf meinem Zettel Tabus, habe ich also unterstrichen. Und Sie haben dann aufgerufen zu einem Dialog. Und Sie haben wörtlich gesagt am Schluss: Kulturschaffende und Politiker sind also zum Dialog aufgerufen. Wobei Dialog gelegentlich durchaus auch das Streitgespräch, die Spannung verlangt und nicht jedes Mal in einen Konsens auszumünden braucht. Und Sie, Herr Frisch, haben im November vor dem SPD-Parteitag in Hamburg sehr bedeutende Rede gehalten. Die hat einen grossen Widerhall gefunden. Sie haben Kritik austeilt, eigentlich nach ziemlich vielen Seiten, auch an die Adresse der SPD selber gerichtet, und haben trotzdem eine stehende Ovation für ihre Rede gehalten, die minutenlang also in eine Beifall gepflichtet worden ist. Und die Rede haben sie eigentlich gestellt unter das Leitwort: Die Zukunft, so scheint es im Augenblick, gehört der Angst. Trifft das vielleicht in modifizierter Form auch auf die Schweiz zu? Ich glaube, ich bin da, um einzugehen auf das Angebot, das der Herr Bundesrat Vogler gemacht hat, wie Sie es erwähnt haben. Und es ist das erste Mal heute Abend, wo wir uns sehen. Und ich möchte mir erlauben, Sie ganz direkt anzureden. Herr Vogler, Sie waren Brigadier, Sie sind Bundesrat. Sie haben eine Liebe zur Macht, eine glückliche Liebe. Und Sie wissen, dass es in der Welt etwas gibt, was sich der Macht entzieht, Kunst. Und ich weiß, dass Sie Kunst nicht zum Bundesweibel machen wollen, aber Sie möchten, dass Künstler dafür dankbar sind und bereit zum Dialog. Sie sagen, um die Kluft zwischen Kunst und Politik zu überbrücken, so in Ihrer Rede. Und dann: Die Aufgabe stellt sich umso gebieterischer, seitdem es nicht einmal mehr so sicher ist, dass die Mehrheit unserer Künstler diesen Staat wenigstens noch mit sehnsüchtiger Feindschaft liebt. Und da möchte ich gerade am Anfang eine Klarstellung machen. Die Kritik, die wir manchmal aussprechen, richtet sich nicht gegen den Staat an sich. Es ist Kritik an einer vorhandenen Gesellschaft, die der Staat in der Hand hat und damit auch die Armee. Das ist eine Gesellschaft, die es nicht nur in der Schweiz gibt. Eine Gesellschaft, die sich, kurz gesagt, kennzeichnet dadurch, dass sie ein elftes Gebot hat, das manchmal im Zweifelsfall den Vorrang hat, das Gebot vom Profit. Wir fürchten, dass eben diese Gesellschaft, wenn sie sich nicht ändern kann, unsere Welt zugrunde richtet, daher die Ungeduld in unserer Kritik. Man muss ja nicht ein Prophet sein, um zu sehen, was im Gang ist, nämlich Apokalypse durch sogenannte Sachzwänge. Sie, Herr Dr. Vogler, sind mit der Gesellschaftsordnung ganz und gar einverstanden, und Sie sind Bundesrat. Und Sie sagen nie «laissez-moi», aber es könnte die optische Täuschung entstehen, dass Sie einen Gegner von Kurt Vogler für einen Gegner vom Staat an sich halten. Und da möchte ich Sie versichern, dass das nicht der Fall ist. Ein Staat, wo zum Beispiel Profitmacherei durch Kriegswaffenausfuhr stoppen könnte, wäre ja ein liebenswerter Staat. Das heisst, wir sitzen da als politische Gegner, aber nicht deswegen, glaube ich, ist der Dialog zwischen Künstler und Magistrat schwierig, sondern weil Ihrem Angebot, glaube ich, ein gewisser Irrtum zugrunde liegt. Darf ich den Irrtum kurz charakterisieren? Darf ich vielleicht jetzt auch noch einen guten gerne. Abend sagen? Ja. Ich freue mich auch außerordentlich, dass ich Ihnen heute
das erste Mal begegnen, nachdem ich sie schon lange kenne aus ihren Büchern. Aber bei dieser Einleitung, die Sie jetzt gesagt haben, sind Ihnen ein paar Irrtümer unterlaufen, die ich mal korrigieren muss. Sie haben einfach behauptet, ich habe eine Liebe zur Macht. Wenn wir nachher darüber reden, ich habe jetzt im Auftrag vom Volk an der Macht in dieser Regierung mit 6 anderen Kollegen teilzunehmen, empfinde sie in keiner Art und Weise als Eigentum, sondern als Lehe, für das ich Rechenschaft abzulegen habe, gegenüber dem Parlament, gegenüber dem Volk. Ich habe auch nie gemeint mit der Juni-Rede, dass die Dichter, die Künstler, die ich ins Gespräch gebeten habe, wegen dem Staat müsste dankbar sein, sondern ich habe, und das ist das Zweite, was ich korrigieren möchte, in Ihnen nicht einen politischen Gegner hier am Tisch, sondern einen Mitbürger, der einen anderen Beruf hat, eine andere Berufung, aber etwas ganz Gemeinsames, dass Sie und ich an dieser freiheitlichen Ordnung brennend interessiert sind. Denn wenn Sie als Dichter und Künstler sagen, Sie möchten frei arbeiten, frei Ihrer Berufung nachgehen, so setzt ihr das auch einen freien Staat voraus. Und das Letzte, was ich einfach noch klarstellen wollte, gerade bevor wir aufs Gespräch eingehen miteinander, wenn Sie sagen, wir passen alles in diesem Staat, dann darf ich darauf aufmerksam machen, dass wir ja erst vor wenigen Tagen den Entwurf für eine totale Revision von dem Staat eingeleitet haben. Wobei wir allerdings die Grundwerte, die Freiheit, die Sozialverpflichtung aufrechterhalten wollen. Gegenüber der Armee, Sie haben den Brigadier erwähnt, habe ich ein bisschen ein weniger verkrampftes Verhältnis als Sie. Aber ich muss eines sagen, als ich Ihre so hochinteressanten Aussagen aus dem Brotsack gelesen habe, aufgrund von Ihrer Erfahrung während der Grenzbesetzung, habe ich gefunden, dass wir uns auch hier in der Dienstbereitschaft voll und ganz finden. Das nur als Ausgangssituation. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander das Gespräch führen können. Ich bin froh um die Korrekturen. Wegen der Macht. Wenn ich Macht sage, meine ich ja nicht etwas Böses und so weiter. Ihre Macht, Herr Bundesrat, ist eine Macht durch Mandat. Das heisst eine demokratische Macht. Eine Macht, die unter der öffentlichen Kontrolle ist und der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldet. Im Gegensatz zu einer anderen Macht im Land. Und das ist die Macht durch Besitz der Produktionsmittel. Und das ist eine mehr oligarchische Macht. Sie haben gesagt in Ihrer Rede, da beide Politiker und Künstler Macht innehaben und Einfluss ausüben, sind sie dafür verantwortlich vor der Gemeinschaft. Ich frage mich, wo kennt Sie die Macht vom Schriftsteller? Ein Wort von Ihnen, schriftlich, bleibt, zwingt, Gott sei Dank, den Leser zum Nachdenken. Und je nach dem Stellenwert, je nach der Überzeugung, die Sie in Ihr Wort legen, beeinflussen Sie, ich will wieder sagen, Gott sei Dank, Mitmenschen. Es kann nicht bestritten werden, dass durch grosse Literaten das ganze Geschick der Menschheit beeinflusst worden ist. Und wieder würde ich sagen, erfreulich. Aber das alles beweist, dass eine Art Macht eben dem Werk eigen ist, das Sie schaffen. Und da sind Sie in etwa verwandt mit dem, was Sie voran auf die Regierungsmacht hinweisend erwähnt haben. Und ich würde sogar noch den Bogen weiterspannen. Das hat mich auch bewogen, im Juni zu sagen, Sie arbeiten an einem Werk als Künstler. Und diese Kunst, die hat etwas zu tun, auch mit der Regierungskunst. Wenn ich Sie selber jetzt ein bisschen näher kenne und von Ihnen weiss, dass Sie neben allem, was Sie im Sprachlichen, Schöpferischen schon geleistet haben, auch noch Architekt sind und auch dort gebaut haben, nicht bloß studiert, gebaut. Der letzte Graben ist von Ihnen. Der Sinn für die Symmetrie Ihnen eigen ist, Suche nach einem Mass, wo wir Menschen den als schön empfinden, dann meine ich, dass auch wieder für jemanden, der im Staat versucht, Architekt zu sein, etwas außerordentlich Anregendes. Hat also Bezugspunkt. Die haben auf die Macht, die haben auf die Kunst einiges. Darf ich da etwas einwerfen?
Sie, Herr Frisch, haben gesagt, und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, was Sie an der Schweiz stört. Ich muss es richtig, ich muss es wörtlich zitieren. Die Schweiz begreift sich als etwas Gewordenes. Das heißt ein für alle Mal Abgeschlossenes, nicht als etwas Werdendes. Sie haben damals, wo Sie das gesagt haben, geredet, vor der Direktoren, vor der fremden Polizei, vor der Kantonalen und haben dann fortgefahren. Vielleicht lese ich das Ganze. Das engagiert keinen Geist, also wenn es schon geworden und abgeschlossen ist. Und dass wir die Landesgefahren der Überfremdung erkennen, hat nur seine halbe Richtigkeit. Die Feststellung nämlich, dass in der Schweiz immer mehr Leute leben, die die Schweiz als solche nicht interessiert, Schweiz als solche nämlich, gilt auch für die Schweizer selbst. Auch für viele Schweizer ist die Schweiz ein Gebrauchsgegenstand, nicht mehr ein schöpferisches Unternehmen. Und Sie, Herr Vogler, haben noch nicht lange einen Vortrag gehalten in Schaffhausen und haben da unter das Wort gestellt, Schweiz, Chance und Wagnis. Sie sehen die Schweiz als ein Wagnis und Sie sehen es als eben nicht mehr ein Wagnis. Stimmt das? Wissen Sie, Fristzitate machen mich immer nervös. Entweder überzeugen Sie mich überhaupt nicht mehr. Oder wenn Sie mich überzeugen, dann heisst das, dass ich seither nicht weiterdenke und das ist auch wieder traurig. Ich würde euch lieber versuchen zu sagen, was ich jetzt denke. Und ich werde auf einen sehr wichtigen Punkt zurückkommen. Das ist, sagen wir mal so, was ich sage, die Macht des Wortes. Ne? Und als alter Schriftsteller bin ich nicht verbittert, aber skeptisch oder vorsichtig geworden. Und da wir persönlich da sitzen, rede ich einfach persönlich. Sie sind Advokat, Herr Bundesrat, und haben als Advokat, und als ein sehr beredter Advokat, natürlich die Erfahrung gemacht, dass man mit dem Wort vieles durchsetzen kann. In der Literatur wird das Wort nicht gebraucht, um etwas durchzusetzen. Als Schriftsteller, ich meine dann, wenn wir Literatur machen, verwenden wir das Wort, um Transparenz zu machen, wie wir die menschliche Existenz erfahren. Und zwar eine menschliche Existenz in einer historischen Situation. Transparent machen, das heisst, Kommunikation herstellen mit dem Lebendigen in einem selber. Das ist eine andere Art von Wort. Nun gebe ich Ihnen aber zu, dass ein Schriftsteller hin und wieder sich verirrt, oder das nicht so negativ, aber dass er sich einbildet, er könne sein Wort einfach in die politische Waagschale werfen. Das habe ich hin und wieder da, wie es ja vielleicht wieder einmal tun. 1974 habe ich, wie Sie wissen, mir einen offenen Brief an den Bundesrat erlaubt, namentlich an Bundesrat Vogler betreffend die Flüchtlinge aus Chile. Nämlich kurz nachdem Salvador Allende, der vom Volk gewählt wurde, mit amerikanischer Hilfe ermordet wurde. Das hat man damals nicht dürfen sagen, heute sagt die CIA selber. Kurz nachdem hat der Bundesrat einen Visumszwang für chilenische Flüchtlinge eingerichtet. Das hat uns sehr beschäftigt. Die bundesrätliche Presseerklärung, die das begründet hat, hat sich berufen auf das Hochkommissariat der Vereinten Nationen, in dem es geheißen hat, dass für die Flüchtlinge in Chile, solche, die in Botschaft oder im Lager sind, seien Aufnahmemöglichkeiten gefunden worden. Nun sind damit aber nicht die Chilenen gemeint, sondern gemeint sind Leute, die unter Salvador Allende Asyl gefunden haben. Und die Chilenen, die im Stadion von Santiago sind oder gehetzt worden sind, sind an sich nicht Flüchtlinge gewesen, solange sie in Chile sind. Da habe ich gefunden, die bundesrätliche Presseerklärung sei eine versuchte Irreführung von der Öffentlichkeit, und das heisst eine versuchte Irreführung von unserem Gewissen. Ein offener Brief, ich weiss, muss nicht unbedingt beantwortet werden, aber das möchte ich sagen, so viel zur Macht des Wortes. Darf ich zu dem ganz kurz etwas sagen? Ich habe es noch genau in Erinnerung, weil es eine Situation war, wo wie alles, was mit Flüchtlingen zusammenhängt, einen kolossal beschäftigt. Nachdem das in meinem Departement vorzubereiten ist für den Bundesrat und ich die Flüchtlingsabteilung als eine der ganz wichtigen anschaue, habe ich mich auch um dieselben Fälle sehr intensiv persönlich bemüht.
Wir sind hier vor der einmaligen Situation gestanden, dass schlagartig einzelne Organisationen haben wollen, selber darüber entscheiden, wie viele von diesen Flüchtlingen in die Schweiz kommen sollen. Koch, ja. Das hat bedeutet, dass der Staat und damit auch die Regierung und das Parlament, die verantwortlich sind gegenüber dem Volksganzen, Kontrolle über die Operationen gar nicht mehr hätten können ausüben können. Sie haben zwar offeriert, durch eine Sammlung das Reinkommen zu zahlen, aber sie haben, und ich habe selber Sitzungen mit ihnen, ganz offen müssen zugeben, dass natürlich nach kurzer Zeit die Mittel nicht ausreichen. Wir haben gewusst, dass jeder, den wir reinnehmen, die Chance muss haben, bei uns zu leben, also ein Student auch wieder zu studieren, ein Familienvater mit seiner Frau und seinen Kindern zu leben. Und das hat uns hier ganz einfach zum Gebot gemacht, zu sagen, derart willkürlich nach dem Gusto vom einen oder vom anderen kann man die eidgenössische Politik nicht führen. Dass wir aber ernst gemacht haben und keineswegs Volk irregeführt, das erkennen Sie an dem, dass Hunderte und Aberhunderte reingekommen sind von Chilenen. Weit mehr, als man in der ersten 200 Mann umfassenden Gruppe reingelassen hat. Und dass wir Jahr für Jahr, bezogen auf andere Länder, die in Not sind, jetzt Vietnam, Fernen Osten, Leute reingekommen lassen, im Schnitt um die 1200, 1300. Und wenn Ausnahmesituationen sind, wie Ungarn, Tschechoslowakei, die näher bei uns sind, weit in die Tausende, über 10'000 raus. Im Gesamten haben wir immer zwischen 30'000 und 35'000. Und ich habe im Parlament schon mehrmals Gelegenheit gehabt, zu sagen, das scheine uns im Bundesrat ein derart entscheidendes Anliegen von der gesamten Schweiz, ich würde fast sagen, Bestätigung von dem, was man mit dem Wort Solidarität auch außenpolitisch meint, dass wir das weiterführen müssen. Noch gestern konnte ich im Ständerat mit grosser Freude das neue Asylgesetz vertreten, das auch die Stellung der Flüchtlinge wesentlich verbessert. Da sind wir also in der Grundhaltung wahrscheinlich einig. Ja, ich zweifle nicht an Ihrem guten Willen, sondern ich will sagen, das Wort vom Autor oder vom Schriftsteller in einer Art, wenn es direkt angewendet ist, könnte ja sein, dass ich recht gehabt hätte, ist nicht sehr wirkungsvoll. Das ist nicht ein Vorwurf an die Welt, sondern ich muss dich einfach zur Kenntnis nehmen. Und nun ist das Wort ich glaub, von der Dichtung. Also ich glaube, Sie unterschätzen, das passiert wahrscheinlich vielen Berufsleuten, vielleicht sogar Ihnen, Herr Bundesrat, dass man die eigene Wirkungsmöglichkeit unterschätzt. Und ich glaube, Sie unterschätzen sie ganz eindeutig. Ich würde also hier, wenn ich das sagen darf, würde ich dem Votum von Herrn Vogler zustimmen, selbstverständlich bewegen sie so und so viel. Und nicht nur sie, es gibt natürlich noch andere. Also Schriftsteller ganz generell, nehmen wir den Böll, nehmen wir den Muschk, nehmen wir den Lenz, von der russischen gegenwärtigen Schriftsteller, wenn wir ganz schweigen. Also ich glaube, da sind sie zu bescheiden. Jetzt kommen wir natürlich in eine ganz komische Situation, dass die beiden Herren mir sozusagen Macht übertragen. Nein, nicht Macht. Die haben sie schon. Und da komme ich jetzt mit einem grösseren Beispiel, nicht? Weil ich zweifle an der Macht von der Literatur. Wir kommen nachher auf den Einfluss vielleicht zu reden. Nicht? Aber sagen wir mal so, wenn die Literatur eine Macht hätte, so hätte der Pablo Neruda, ein grosser Dichter, verhindert, dass der General Pinochet aufs chilenische Volk schiesst. Und wenn die Literatur Macht hätte, so hätte der Dante, ein noch grösserer Dichter, nicht in der Verbannung leben müssen. Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann, dass das Dichterwort unmittelbar die politischen Entscheide von einer Regierung oder vom Parlament beeinflussen können. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Ich würde sogar sagen, erfreulicherweise, im Normalfall, wobei ich jetzt nicht an Feld denke, wo einer im Gefängnis landen muss. In unserer Demokratie hat natürlich auch der Dichter genau das gleiche Stimmrecht wie der Bundesrat, der Arbeiter, der Fabrikdirektor. Und da wollen wir beide oder wir drei ja ganz sicher so. Aber die Tiefenwirkung von einem Werk, von einem guten Dichter, das überdauert ja Generationen. Ich glaube, so ist das zu verstehen. Ja. Und so haben sich auch die Zeitläufe wesentlich gestaltet. Oder wesentlich beeinflusst zeigt. Was mir in der heutigen Zeit enorme Sorgen macht. Und auf das habe ich auch versucht, hier anzuspielen, wo ich um den Dialog mit den Kunstschaffenden gebeten habe. Dass wir ja in einem grossen Teil dieser Welt die Freiheit, die sie
zur Erfüllung von ihrer Berufung brauchen, gar nicht mehr haben. Es sind Leute bei mir vorstellig geworden, die als Emigranten hier angekommen sind. Ganz einfach, weil sie den Zwang von ihrem eigenen Staat nicht mehr getragen haben. Von der physischen Gefährdung über die psychische bis zur totalen Zerstörung. Alles, was mit den psychiatrischen Kliniken, um ein Stichwort zu sagen, gemeint ist, und vieles andere mehr. Und auch in anderen Diktaturen, sogenannten Rechtsdiktaturen, genau das Gleiche. Also ein Uranliegen, das schon darin besteht, dass wir beide doch, ich denke jetzt einfach Künstler, wenn man es allgemein würde sagen, und die, die im Staat irgendeine Funktion erfüllen müssen, in einer Behörde, brennend daran interessiert sind, für uns selber und für die, die nach uns kommen, die Freiheit zu erhalten, wo man überhaupt erst richtig leben kann. Also mit der Freiheit bin ich sofort einverstanden. Aber ich möchte doch jetzt auf das zurückkommen. Sie haben gesagt, von dieser Kluft, nicht? Wo ist? Und was ist das eigentlich? Nicht? Und damit nicht irgendein Missverständnis da reinkommt, ich meine nicht zum Beispiel, dass ein Magistrat immun sei gegen Poesie. Ich weiß zum Beispiel von Ihnen, dass Sie eine grosse Liebe zu einem Dichter wie Hugo von Hofmannsthal haben und sicher zu anderen. Aber ich meine, wenn es der Poesie vergönnt ist, Sie zu erreichen, so sind Sie, Kurt Furgler, in dem Augenblick nicht Magistrat. Ihr Angebot aber an die Schriftsteller und Künstler machen Sie als Magistrat. Sie wägen Kunst und Literatur als Magistrat dann nach ihrem möglichen Nutzen, wie Sie sagen, für das Leben der Nation. Das so sagen Sie, ich wollte das mit Wortklauber her. Und nun, aber dort liegt nämlich der Punkt. Nicht? Und das ist, sagen wir, ein edles Ansinnen, was Sie da machen, an uns. Nicht? Aber Sie wissen natürlich auch, dass Kunst, Poesie, Philosophie ihrem Wesen nach zuerst einmal nicht ausgerichtet sind auf Kunst. Und dort kommt die Kluft her. Ich glaube, das ist bedingt richtig, was Sie jetzt mit Bezug auf den Ursprung von dem ganzen Gespräch nochmal in Erinnerung rufen. Natürlich, alles, was ich jetzt mache, mache ich schlussendlich als Bundesrat. Aber ich habe noch nie das Gefühl, ich sei geplittet. Von morgen um 8 bis zu abend um 6 der Bundesrat und der Rest, wenn ich daheim bin, der Kurt Furgler. Ich bemühe mich, das ganzheitlich zu erleben. So wie Sie ja auch, wenn Sie nicht schreiben, doch ganz unverwechselbar der Max Frisch als Persönlichkeit sind. Leider. Und wo ich. Ich glaube, die beiden F, Gott sei Dank, die müssen nicht bloß jammern, es geht ihnen noch ganz ordentlich. Wir sind aus dem FF noch ordentlich zu verstehen. Ja. Ich würde also sagen, wenn ich da sage, ist mir das als Bürger, als Mensch in dem Staat einfach ernst. Der Staat mit diesen 6,3 Millionen Menschen braucht doch die Kunstschaffenden, die sich selber auch einbringen in die Gemeinschaft. Und also nicht eine Art Schlepptaune von der Künstler gemeint. Das würde ich auch ablehnen. Ich würde auch ein Schlepptaune von anderen Berufen ablehnen. Aber etwas menschlich Bekenntnishaftes muss doch jede von unseren Tätigkeiten haben. Wenn ich am Anfang gesagt habe, ihr braucht den freiheitlichen Raum, damit jeder sich selbst verwirklichen kann, das sagt mir jeder Künstler, und wir miteinander stellen fest, jeder Mensch im Staat braucht es, dann ist es doch einfach ein Bezugspunkt gegeben. Und mir scheint, dass man schon wegen dem miteinander im Gespräch sollte bleiben und sich nicht beidseits in einen elfenbeinernen Turm zurückziehen. Sie haben ja gesagt, darf ich schnell etwas einfügen? Ja. Sie haben ja gesagt, Herr Furgler, in der Rede, Künstler täten der Staat mit, Sie haben es auch erwähnt, Sie haben es zitiert, mit sehnsüchtiger Feindschaft leben. Sie haben dort Thomas Mann Zitat gebracht, wo sich auf etwas anderes bezogen, über Schiller, das Verhältnis von Schiller und Goethe. Sie haben es angelernt, das, und haben es bezogen auf eben, das Verhältnis vom Künstler zum Staat. Er tat den Staat mit sehnsüchtiger Feindschaft lieben. Nun ist, haben Sie auch gleichzeitig gesagt, das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Dadurch, dass ich also den Staat zwar mit Feindschaft liebe, habe ich immerhin ein sehr intensives Verhältnis. Aber die Kluft, die zwischen Staat und Kunst besteht, ich glaube, die ist nicht zu bestritten. Sie haben sie ja angesprochen. Die Frage aber ist doch die, Herr Frisch, soll die Kluft und soll sie überhaupt überbrückt werden? Ist es nicht so, dass die Kunst geradezu die Aufgabe hat, ein Dorn in der Seite des Staates zu bleiben? Also nicht eine Integration zu probieren, weil sie, wie Sie gesagt haben, sonst zur Staatskunst leicht werden könnte.
oder dem Staat, Sie brauchen den Ausdruck, dem Staat zu gefallen sein. Und je achter Sie sind, haben Sie gesagt, Kunst, je überzeugter von Ihrer Aufgabe, umso weniger geraten Sie in Versuchung, dem Staat zu gefallen zu sein. Aber soll die Kluft, und eben nicht nur quasi, soll sie überhaupt überbrückt werden? Ist das überhaupt wünschenswert? Das ist eine sehr wichtige Frage für mich. Und immer wieder vorausschicken, wenn ich nicht glaube an einen Dialog zwischen Kunst und Macht, das heisst nicht, dass wir einen Dialog am Bundesrat mit einem Staatsbürger haben, das ja nicht, aber der Dialog Kunst und Macht, glaube ich, ist nicht möglich und nicht wünschenswert, die Kluft nicht überbrückbar. Und zwar warum? Ich kann das am besten, damit es nicht so theoretisch wird, an einem Beispiel sagen. General Franco hat 40 Jahre geherrscht und es war eine blutige Herrschaft. Das Guernica-Bild von Picasso, entsetzlich berühmt, hat ihn nicht hindern können. Nämlich, Kunst ist nicht eine Gegenmacht. Das Guernica-Bild ist noch da. Oder wenn Sie lieber an einen anderen Maler denken, Fra Angelico. Auch die religiöse Kunst ist nie eine Gegenmacht, sondern eine Gegenposition zur Macht. Und da ist eine Überbrückung, meine ich, nicht möglich und nicht wünschenswert. Aber geht es jetzt nicht von einem völlig falschen Fundament aus, das Gebäude, das Sie errichten? Sie sagen, das Gespräch mit der Macht und setzen die Macht gleich Bundesrat sei nicht möglich. Und dann bringen Sie Beispiel aus einer Diktatur, Franco, und Beispiel aus einer Zeit, wo auch gar keine demokratischen Verhältnisse vorgeherrscht haben. Das sind doch zwei Paar Stiefel. Wenn Sie bei uns als Macht jemanden ansprechen wollen, dann müssen Sie alle die rundherum das ganze Volk wählen. Denn der letzte Sonntag hat das wieder schlagend bewiesen. Sie bringen bei uns, ohne dass das Volk zustimmt, ja gar nichts. Sei es im Verfassungsraum, sei es im Gesetzesraum. Fertig. Ich glaube, wir müssen, wenn wir in der Schweiz das Gespräch zwischen Künstler und Politiker, ich möchte es jetzt einmal so formulieren, anstreben, einfach nicht ein falsches Machtbild zeigen, dass das, was ich will, in der Diktatur östlicher und westlicher Prägung nicht möglich ist, das ist mir ganz klar. Aber dass wir in unserem Staat brennend daran interessiert sind, dass die schöpferische Kraft, die der Künstler eigen ist, in irgendeiner Weise auch ein Bekenntnis für die Menschen in diesem Staat und für die Menschen außerhalb von dem Staat ist, das scheint mir klar. Also nicht das völlig Wertfreie, nur sich selber genügen. Ich gehe davon aus, dass einer, der in der Eidgenossenschaft lebt, tatsächlich, je nach seiner Berufung, auch etwas einzubringen hat in die Eidgenossenschaft. Aber sofort wiederhole ich, nicht im Schlepptau, als Staatskunst oder sonst missverstanden. Da könnten wir uns doch finden. Herr Frisch, das tun Sie ja in einer eminenten Art und Weise. Und zwar nicht unbedingt vielleicht im engsten Sinne vom Wort als Künstler, sondern als Künstler, wo aktiv sich partizipiert am Geschehen, am politischen Geschehen von dem Land und nicht nur von dem Land, sondern auch von unserem Nachbarland, von der Bundesrepublik. Ich darf, wenn Sie erlauben, noch einmal auf etwas zurückkommen, wo Sie nicht primär als Künstler angesprochen sind. Und ich möchte es eigentlich so formulieren. Es gibt den Ausdruck in Bezug auf die Oststaaten, der real existierende Sozialismus, wo der noch konfrontiert oder kontrastiert wird, würde ich sagen, mit dem postulierten Sozialismus in der Theorie. Gibt es nach Ihrer Ansicht, Herr Frisch, vielleicht auch nach Ihrer, Herr Vogler, nicht immer sehr mutatis mutandis, etwas Vergleichbares, die real, und ich habe das Gefühl, Sie haben das schon angesprochen, die real existierende Demokratie, so wie wir sie leben, im Gegensatz oder im Kontrast vielleicht zu der Demokratie, wo wir postulieren und wo Sie jetzt postulieren, auch in der neuen, im Bundesverfassungsentwurf. Was würden Sie sagen dazu? Ja, das sind natürlich ziemlich viele Fragen. Ich will zuerst noch sagen, dass ich das akzeptiere, was Sie gesagt haben, wenn ich Macht sage. Ich habe nicht Bundesrat nur gemeint, sondern eine Verlängerung, theoretische Verlängerung von der nur Macht. Darum, Beispiel Franco, mit auch eins aus einer anderen Weltgegend können nehmen. Ja,
Wo sind wir jetzt eigentlich im Augenblick? Ich wollte fragen, ob ob's, Sie sprechen das ja oft an, dass das alles, ich darf es vielleicht einfacher noch sagen, dass bei uns eigentlich alles offiziell zum Besten bestellt ist. Wir haben also das Referendum, wir haben die Initiative, das Volk kann über alles abstimmen, aber dass in der Wort in der real existierenden Demokratie es vielleicht doch nicht ganz so zugeht, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Ja, jetzt mobilisieren Sie natürlich den Staatsbürger frisch. Ja, ja, das mobilisiert. Und da, damit wir nicht allzu früh versöhnt sind. Möchte ich das sagen. Wenn ich Ihre Rede höre, Herr Bundesrat, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich in meinem langen Leben noch nie in der Schweiz war. Sie reden von einem Volk ohne Klasse, von einem Land, wo eigentlich niemand einen Grund hat zur Verzweiflung oder Resignation. Da gibt es Konflikte, die gelöst werden können vom Bundesrat mit seinem guten Willen und mit dem Volk, wenn das auch einen guten Willen hat, und mit dem guten Willen der Banken. Manchmal sagen sie mir, wir müssen den Schwachen helfen, wir wollen ihnen helfen, ohne eigentlich auf die Frage einzugehen, warum sind die einen schwach und die anderen so stark. Sie tröstet sich oder uns dann mit den demokratischen Einrichtungen. Und dafür habe ich einen kleinen Brief mitgenommen. Es handelt sich nicht um einen Schriftsteller als heilige Kuh von der Meinungsfreiheit, sondern es handelt sich um eine Lehrerin, deren ihre Ehemann, nicht sie selber, bei der Poch ist. Das heisst also Mitglied von einer Partei, die legal und zugelassen ist. Ich kenne übrigens von den Beteiligten niemanden, auch nicht den Verfasser von dem Brief, der schreibt: Dem Wunsch von Frau Harder entsprechend bestätige ich Ihnen, dass die Gründe für diesen Entscheid nicht darin liegen, dass Frau Harder die pädagogische oder besondere fachliche Qualifikation für die Ausübung des Inspektorates abgesprochen würden. Maßgebend war vielmehr der Umstand, dass es der Regierungsrat als angemessener betrachtet, als Inspektoren für die in Frage stehenden Schulen Persönlichkeiten zu wählen, deren politische Auffassungen nicht in ausgesprochenem Gegensatz zur Auffassung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in der betreffenden Region steht. Dr. A. Wieser, Regierungsrat Solothurn. Nun, ganz aber das sicher. Das ist keine Rede von mir, nein, jetzt... aber ich rede ja. Nein, ich rede ja über die Schweiz. Ja, aber Sie hat gesagt, ich tue ja nicht. Nein, aber Sie haben am Anfang geschildert, Sie haben, wenn Sie meine Rede hören, den Eindruck, es sei bei uns alles das zum Besten gestellt. Nein, das kann nicht gut begründen mit einem Brief, den ein Dritter geschrieben hat, was ich gesagt habe. Das wollte ich sagen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz logisch. Schauen Sie, ich habe gesagt, Sie stellen die Schweiz dar, wie wir sie uns wünschen. Und ich habe als Staatsbürger die Pflicht, zu erinnern an gewisse Realfacts in der Schweiz, die Sie nicht verursacht haben, die ich, der Gautschi nicht, wo da sind. Und zudem ist nur doch Folgendes zu sagen. Der Beschluss verstoßt sowohl, glaube ich, gegen die Bundesverfassung wie jedenfalls gegen das Solothurnische Beamtengesetz, was heisst, bei der Bestellung von Staatsstellen dürfe die Zugehörigkeit zu einer Partei kein Hindernis sein. Darauf aufmerksam gemacht, sagt der Regierungsrat vom Freisinn, dann kann Frau Harder ja klagen, wenn sie will. Ob dann der Richter auch ein Freisinniger ist, weiß ich nicht. Ich meine, das ist nicht ein Einzelfall. Und wenn Sie jetzt von sich selber reden, was Ihre Partei, Herr Bundesrat Vogler, im Kanton Wallis an ähnlichen Machtmissbrauch liefert, steht natürlich in einem Gegensatz zu dem, was Sie in Ihrer Rede wünschen. Sie wissen das, aber die Rede hören, wissen das nicht. Jetzt muss ich gleich etwas sagen, Herr Gautschi. Der, der angeschuldigt ist von Solothurn, der kann sich nicht wehren, weil er nicht am Tisch ist. An und für sich bin ich der Meinung, wenn man einen Mensch, Sie haben ihn genannt, direkt angreift, sollte er sich wehren können. Ich nehme an, Sie haben Ihr Missbehagen gegen den Entscheid dem schriftlich mitteilt.
Und nehme auch an, dass die betroffene Person, was man in unserem Staat kann, und zwar möchte ich das nun ganz allgemein sagen, ob es einen Freisinnigen, einen Sozialdemokrat oder einen CVP-Mann in der Regierung oder in den Gericht hat, der, der vor Gericht geht, kann darauf rechnen, dass in unserem Staat Recht gesprochen wird und nicht Unrecht. Also muss man das klarstellen. Und die gleiche Verallgemeinerung machen Sie jetzt mit Bezug aufs Wallis. Ohne Zweifel hat es im Wallis auch Fehler, aber hat auch unendlich viel Gutes. Und die Pauschalverurteilung, die scheint mir einfach nicht am Platz. Ich gehe einen Schritt weiter. Wenn man nämlich auf diese Art und Weise das Zeug verzerrt, dann ist auch ein echtes, fruchtbares Gespräch nicht möglich. Wenn ich Ihnen meine Rede dürfte bringen, würden Sie sagen, dass Sie in keiner Art und Weise nur die schweizerischen Verhältnisse verherrlichen, sondern mit tiefer Sonde versuchen, so wie ich es zu erkennen glaube, auch die Mängel von unserem Staat, von unserem System aufzuzeigen, gerade um gerechtere Zustände zu schaffen, aber immer wieder unter Wahrung von unserer Freiheit und Unabhängigkeit. Mir scheint das Gespräch auch nur fruchtbar sein und ich hoffe darauf, wenn wir den anderen so nehmen, wie wir sind und wenn wir den anderen auch so zitieren, wie wir etwas gesagt haben. Ich werde es mit allem, was Sie in Ihrem Werk gesagt haben, auch so halten. Wie zum Beispiel tief beeindruckt gsi, wo Sie geschrieben haben, noch im 55. Achtung, die Schweiz. Und gefordert haben, dass man anstelle von einer konventionellen Landi etwas schaffe, wo die Zeit überdauere, also ein eigenes Werk, ein Newtown, eine neue Stadt oder so etwas. Ein Gedanke, der mich nie verloren hat, der mich sogar gelegentlich, als ich an der neuen Bundesverfassung geschafft habe, beflügelt hat und wo jetzt vor dem Jahr 1991 wieder aktuell ist. Damit will ich einfach sagen, gehen wir einander so, wie wir sind, mit allem, was uns trennt, aber auch mit allem, was wahr ist. Wie verstehe ich? Darf ich zwei Sachen sagen? Das eine ist Folgendes. Sie haben in verschiedenen Reden, ich habe natürlich alle gelesen, also alle, nein, das ist nicht möglich, aber also eine ganze Reihe von den letzten, sehr darauf hingewiesen, auf die Reformbedürftigkeit von der Demokratie. Darf ich aber trotzdem eine gewisse Skepsis anmelden? Was mich stört, und vielleicht nicht nur mich, ist Folgendes. Ich habe vorhin gesagt, auf dem Papier ist eigentlich bei uns alles zum Besten bestellt. Aber das Umweltschutzgesetz, der Entwurf vielmehr, Sie sind maßgebend beteiligt gewesen. Sie verwechseln mich mit einem anderen Departement. Tut mir aber leid. Das gar nicht. Aber gesinnungsmässig sind Sie doch sehr, sind Sie doch. Gut. Ja. Das bezieht sich nicht auf Ihre Person, Herr Bundesrat, sondern was, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wirklich nicht, was jemand mal stört, und ich glaube, im Zusammenhang mit dem Umweltschutzgesetz, oder dem Entwurf vielmehr, hat gestört oder stört mich, dass also die Vernehmlassung zwar erfolgt, aber wir andere, die nicht beteiligt sind, wissen nicht jetzt, wer was gesagt hat. Das kommt einem gelegentlich zur Kenntnis, wenn eine Organisation von sich aus das publiziert, aber vom Staat wird das sehr oft nicht publiziert. Also kann ich gar nicht wissen, welche Gruppen haben jetzt so oder anders Stellung genommen. Und wäre es nicht möglich, dass man dort das inskünftig oder ja, vielleicht anders macht. Sie täuschen sich, Herr Gautschi. Seit wir das Bundesgesetz über die politischen Rechte revidiert haben, werden alle Vernehmlassungen publiziert. Wenn Sie es letztes Mal noch nicht gelesen haben, dann ist das selbstverständlich. Sie haben auch sehr viel zu lesen. Aber Sie können Gift drauf nehmen. Es werden die Vernehmlassungen zu jedem Gesetzesentwurf publiziert. Das finde ich einen ganz wertvollen Fortschritt. Aus dem Gedanken heraus, den Sie sagen. Ja, das ist aber eigentlich, das ist doch erst ziemlich neu. Ja. Seit wann darf ich fragen? Seit wann ist das so? Bis jetzt. Also in der letzten... Praktiziert haben wir es jetzt schon seit mindestens einem Jahr. Aber als und Gesetz? Und das, was Sie gestört als... hat, ja. Da ist also eingegangen in die Gesetzesberatungen zum Gesetz. Aber es ist also neuestem Datum? Nein, nein, Sie müssen sich, neuen gar, nicht, Sie müssen sich gar nicht entschuldigen. Ja. Okay. Ich hatte eigentlich Sie gescheiter, ich entschuldige mich. Denn es ist natürlich klar, dass ich das nicht alles so genau weiss. Also, das freut mich eigentlich sehr, kann ich nur sagen. Ich möchte noch ein zweites sagen. Sie haben auch in Rede, jetzt kann ich nicht mehr genau feststellen, in Wählern, von der Staatsform, man könnte ja sagen, von der Gesellschaftsordnung oder von unserer politischen Ordnung, geredet als der Staatsform der Geduld. Sie mögen sich vielleicht selber erinnern an die Stelle. Das ist zweifellos, glaube ich, schon zutreffend für die Schweiz. Und junge Leute
Und nicht nur Junge, auch Ältere wahrscheinlich haben manchmal nicht so viel Geduld, wie es immer. Sie müssen sie haben als Bundesrat, aber die anderen haben sie manchmal nicht. Und ich habe das Gefühl, dass der Frisch sie auch nicht immer hat. Wie würden Sie denn das sagen, als Kontrast zur Staatsform des Geduld, der Geduld? Wäre das die Staatsform, und jetzt schaue ich Sie gerne ein bisschen aufs Eis eigentlich, Staatsform des Status quo, der Stagnation, oder der, Sie haben einmal den Ausdruck gemacht, der schleichenden Resignation? Ja. Was Sie jetzt anschneiden, ist das Schweiz-Gespräch, ne? Ein sehr grosses. Wir hätten auch ein anderes Thema, über das wir beide sicher gerne würden reden, das ist Totalrevision. Ne? Aber ich würde sehr gerne darüber reden. Ich gehöre zu denen, die den Entwurf mit grosser Freude gelesen haben. Aber ich möchte jetzt doch darauf aufmerksam machen, das Thema, das uns zusammengeführt hat. Und Sie haben vorher rasch den Staatsbürger bei mir angefordert und der ist halt dann so gekommen, wie er ist. Und jetzt wäre es doch eigentlich schon noch nötig, dass ich etwas über die Literatur sage. Ach, selbstverständlich. Nämlich so, wie wir bisher geredet haben, haben wir nicht von der Literatur geredet, sondern eigentlich vom kritischen Schriftsteller. Als ob die Literatur nichts anderes sei als eine Art außerparlamentarische Opposition. Aber die Literatur ist ja, das wissen Sie, auch noch etwas anderes. Und ich glaube, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Publizistik und Literatur. Nicht mit Abwertungen, aber mit Kategorienunterschied. Publizistik ist die schriftliche Aktion von einem Staatsbürger. Die Literatur, oder sagen wir jetzt Poesie, ist nicht eo ipso staatsbürgerlich. Unter Poesie verstehe ich jetzt nicht Flucht aus der Realität, Sentimentalität, Betäubung vom Bewusstsein usw., sondern Poesie als ein Durchbruch zu der genuinen Erfahrung von der menschlichen Existenz. Poesie macht uns betroffen, sie trifft uns dort, wo wir in Selbstverständlichkeiten versteinert sind. Sie reißt uns auf. Und da findet etwas ganz anderes statt als Meinungspropaganda, wie in der Publizistik, die ich auch mache. Poesie, Kunst überhaupt, befreit uns zur Spontanität. Das kann beides sein, ein Glück oder ein Schrecken. Oder anders gesagt, was ein Politiker irritieren kann, sind nicht unsere politischen Meinungen. Wenn Sie Mehrheit im Parlament haben, so stört Sie gewiss nicht die ganze literarische Mannschaft der Schweiz. Und das ist heute, glaube ich, im internationalen Vergleich eine beträchtliche Mannschaft. Also was irritiert? Es ist doch so, dass Poesie, sage ich jetzt als Wort für Kunst, Menschen erreicht dort, wo sie kein Amt haben, wo wir unsere öffentliche oder familiäre Rolle nicht haben. Sie unterwandert jedes ideologisierte Bewusstsein. Und insofern wird Kunst, wenn sie den Namen verdient, auch immer als subversiv empfunden und das mit Recht. Denn was sie auszeichnet, ist das, dass sie zweckfrei ist. Und nun könnte man es anders sagen. Sie als Bundesrat regieren. Das heisst, sie müssen Massnahmen ergreifen. Poesie ergreift keine Massnahmen. Es genügt, dass sie da ist, und zwar als ein Ausdruck von profundem Ungenügen und von profunder Sehnsucht, die wir alle haben. Nicht? Und, man kann so sagen, Poesie war das, was in der Politik notwendigerweise immer wieder verloren geht, nämlich die Utopie. Wenn ein Roman zum Beispiel kaputte Ehe vorführt oder die Misere von der, durch entfremdete Arbeit, so geht der Roman aus, implizite, von der Utopie, dass unser Menschsein auf dieser Erde könnte anders sein. Wie? Rezepte sind von der Kunst nicht zu erwarten und das ist immer ein Ärgernis. Jetzt darf ich es noch fertig machen, den Gedankengang halt. Vom Pragmatiker aus gesehen, das ist nicht ein abwertendes Wort, vom Pragmatiker aus gesehen ist Poesie unbrauchbar. Poesie sagt nicht, wohin mit dem Atommüll. Und Poesie fragt nicht nach Erlaubnis. Sie ist einfach da,
Also Freiheit im Bewusstsein und im Empfinden, was allen möglich ist, nicht nur dem Artist. Und jetzt zu unserem Problem von dem Dialog zwischen Künstler und Politiker. Es ist natürlich denkbar und es ist auch der Fall, dass ein Politiker und ein Schriftsteller einander achten, dass sie sich treffen, dass sie zusammen ein Glas Wein trinken und reden über vieles. Aber ich glaube nicht, dass das ein Dialog ist zwischen Kunst und, kommen wir wieder mit dem Wort, Macht. Denn Kunst bleibt eine Gegenposition zur Macht. Und da werden Sie mir recht geben, Sie haben ja nie etwas anderes gemeint. Jede Kollaboration von der Kunst mit der Macht, auch wenn sie sehr gute ist, jede Kollaboration endet in einem tödlichen Selbstmissverständnis für Kunst. Und dort ist die Schwierigkeit von der Überbrückung. Was ich nicht ganz übernehme, ist, dass Sie sagen, Kunst sei in dem Sinn immer subversiv. Wenn ich Poesie auf mich wirken lasse, und ja, sie gern, dann verbinde ich sie in keiner Art und Weise mit irgendetwas Staatlichem. Nehmen Sie ein Rilke-Gedicht. Die Blätter fallen, fallen wie von weit. Das wirkt auf Sie, auf mich, Ihre eigenen Worte. Aber mit irgendetwas Antistaatliches hat es auch gar nichts zu tun. Sondern es ist eine Kunstform, die der Mensch in seinem tiefsten Sein beglückt. Und das gehört zur Selbstverwirklichung, von der ich auch in der Junifestwoche reden wollte. Wenn ich als junger Bursch eingeführt wurde bei Musik, auch eine Kunstform, dann war das ebenfalls etwas ganz Beglückendes gewesen, all diesen Stunden, bis hoch zum Gimmi und nachher weiter mit der Geige und mit allem. Sie haben wahrscheinlich auch irgendein Instrument dürfen spielen. Und wenn ich jetzt Bach, Mozart oder ein anderes Erlebnis habe, dann muss ich wieder sagen, es beglückt mich als Mensch und die anderen auch, aber von unterwandernd gar nichts. Ich glaube, man darf nicht nur den sozialkritischen Wert in der Kunst darstellen. Wir alle brauchen auch das Schöne. Und Sie haben ja aus Ihrem eigenen zweiten Beruf, aus der Architektur, das Musterbeispiel. Ich erinnere mich ganz genau, dass Sie zu Recht nach meinem Empfinden gesagt haben, haben wir nicht in dieser Gegenwart die Chance verpasst, architektonisch viel Wertvolles zu schaffen. Das haben Sie nach meinem Empfinden dann auch noch hervorragend qualifiziert. Sie haben es also in der gekonnten Art von Ihnen. Sie sind viel Gemögiges, Supers. Aber es eigentlich gestaltende Fehler. Und ich habe, als ich das gelesen habe, an Niemeyer oder an Aalto gedacht, mit der Art auszudrücken, was funktionell in einem Bau vorgeht. Kurz und gut, wenn ich Kunst so etwas breiter sehe, das Wort, Musik, das Bauwerk, dann empfinde ich das für uns alle, wiederhole es, beglückend, aber in keiner Art und Weise per Definition zwingend. Unterwandern. Dass ja, es den Menschen herausfordert, den Staat, das ist wohltuend und beglückend. Ja. Und wenn ich noch schliessen mit dem Wort von der Utopie von Ihnen. Mich hat das beeindruckt, was Sie mal gesagt haben und geschrieben haben. Sie empfinden die Eidgenossenschaft, unseren eigenen Staat, als eine Utopie entgegen eigentlich der Gegebenheiten. Und ich habe das für mich rot unterstrichen. Auch rot ist eine schöne Farbe. Aus der Überzeugung heraus, dass man tatsächlich auch Utopien haben muss. Und das war mitten ein Impuls, den alle kennt, die in dieser Gruppe für eine Totalrevision geschafft haben. Und es ist ganz bezeichnend, dass wir hier drin, unter dem Aspekt der Kunst, an vier Stellen etwas ganz Neues in die schweizerische Wirklichkeit hineinbringen wollen. Indem wir bei den Staatszielen sagen, Förderung der Kunst und der Kultur gehöre dazu. Indem wir bei den Grundrechten erklären, Freiheit von der Wissenschaft und Forschung und Freiheit vom künstlerischen Schaffen sind gewährleistet. Indem wir bei der Kulturpolitik vom Staat sagen, man soll das Kulturschaffen fördern und jedem Mensch den Zugang zum Kulturleben ermöglichen. Das ist doch gar nichts anderes, als dass man wieder verspürt, dass irgendeine Beziehung zwischen staatlicher Gemeinschaft, bezogen auf die Schweiz, und dem Kulturschaffenden, dem Künstler, besteht. Darf ich sagen, es ist ein Missverständnis passiert, weil Sie, das kann ich sehr leicht verstehen, das Wort subversiv
ganz anders wertet als ich. Wie wertet sie es? Sie ist es als ein subversives Element im Staat und so weiter. Und unterwandern ist das. Das ist alles das, was dann eben zu der, meiner Meinung nach, bedenkliche Bundessicherheitspolizei geführt hat. Ich verstehe, ich sage es Ihnen nochmal. Wenn Sie den Polizist heute Morgen verschossen worden ist und seine Angehörigen würden fragen, dann würde er über die Sicherheitspolizei so einfach können wir nicht. Das weiß ich auch. Ich bin ja, Sie nicht, haben Sie nicht ja, nein, aber so einfach nicht. Nicht die? Nicht so einfach. Und ich wollte sagen, was Poesie macht, nicht, also Kunst im Ganzen, ist, dass Sie nehmen Sie das Wort unterwandern, wo Sie von dem aus, hat für Sie der Stellenwert, für mich ein anderer. Ich sage, es löst uns ab vom ideologisierten Bewusstsein, wo wir alle haben, nicht? Sagen wir mal, es löst uns ab. Subversiv, das heißt, es ist irritierend. Nicht? Ich habe meine Vorstellungen von so und so und das, nicht? Wie Sie und alle, zum Teil haben wir sogar diese gleichen. Und wenn eine Poesie da ist und etwas passiert, so löst es mich von dem ab und setzt mich frei. Das sind für mich positive Wörter. Sie sind ich. Das ist einfach ein aus der Terminologie. Ich komme mehr aus der Gegend von der Kunst und Sie kommen vom Justizdepartement. Das ist ganz klar. Ich komme vom Latinischen, beim Subverteren. Ja, klar. Das ja, hat einen klaren Begriff. Ja. Gut. Sehr schön. Das ist, wie Sie Handballer sind, wissen Sie, wenn ich meine, das war ein Pfostenschuss. Ich frage mich, ob er nicht sogar ins Goal sind. Ne? Ich weiß nicht. Ja, ich bin ein bisschen verlegen im Augenblick. Ich habe nämlich eigentlich ein Zitat von Ihnen wählen. Nur finde ich es unter meinen vielen Zetteln nicht mehr da. Wo Sie genau das gesagt haben und wo Sie sehr klar gemacht haben, was Sie meinen mit zersetzt. Ich kann es auswendig natürlich nicht besser formulieren als Sie, aber Sie haben es schriftlich formuliert und vielleicht finde ich das noch. Und dann könnte ich das nämlich genau richtig sagen, dass alle Kunst letzten Endes, ich finde es also effektiv, es tut mir leid. Ich habe aber etwas anderes, wo ich noch schließlich, wir haben nicht gerade von der schleichenden Resignation, die haben Sie wieder, öfters haben Sie das gebraucht. Ich würde eigentlich gerne zum Schluss von Ihnen etwas wissen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, Sie beide zu fragen, welche Art von Schweiz wünschen Sie sich? Nämlich innenpolitisch, aber, und ich lege keinen kleinen Wert drauf, auch außenpolitisch. Vielleicht zuerst Sie, Herr Frisch. Ich glaube, wir haben das beide reichlich ausgeführt und immer wieder und mit Leidenschaft ausgeführt. Das kann ich nicht in einen Aphorismus zusammenfassen. Das soll auch ein Aphorismus sein. Ich könnte nur sagen, dass der Entwurf zu der neuen Bundesverfassung, wenn er nicht von gewisser Seite, und wir kennen die Seite sogar, in seiner progressiv-liberalen Essenz kastriert wird, so wäre das eine Bundesverfassung und eine Schweiz, in der wir uns schon erheblich wohler fühlen würden. Herr Vogler, darf ich, bevor Sie Ihre Konzeption sagen, doch noch schnell fairerweise sagen, das, was der Herr Frisch eigentlich gemeint hat. Ich habe nämlich jetzt das Zitat hier gefunden. Sind Sie einverstanden, dass ich das schnell lese? Es stammt aus dem Bändli Öffentlichkeit als Partner. Dort seid ihr vor die Wahl gestellt, ein Engagement auf die Dogmen des Ostens oder ein Engagement auf die Dogmen des Westens einzugehen. Entscheiden sich die meisten von uns, er meint Künstler, nach ihren Werken zu schließen, in Klammern, für l'art pour l'art, was meistens eine Tarnung ist. Was bleibt uns anderes übrig, um wahrhaftig zu bleiben? Wir können das Arsenal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben und drüben zur Kriegführung braucht, durcheinanderbringen. Je klarer wir als Schriftsteller werden, je konkreter nämlich, je absichtsloser, das haben Sie doch vorhin gesagt, ja, in jener bedingungslosen Aufrichtigkeit gegenüber dem Lebendigen, das ist auch ein Schlüsselwort, die aus dem Talent erst den Künstler macht. Alles Lebendige hat es in sich, Widerspruch zu sein, es zersetzt die Ideologie. Und das meinen Sie mit dem Wort, nicht? Ja. Und wir brauchen uns infolgedessen nicht zu schämen, wenn man uns vorwirft, unsere Schriftstellerei sei zersetzend. Also jede Literatur, das schreiben Sie noch einmal anders, jede Literatur, die diesen Namen verdient, ist subversiv. Also es ist eben eine
Ja, philosophischer Sinn eigentlich gemeint. Ja. Ich wollte das nur mal fairerweise noch einfügen. Sie haben gesagt, wie Sie sich die Schweiz vorstellen, und Sie haben Bezug genommen auf den neuen Entwurf von der Bundesverfassung, wo der Herr Vogler instrumental war. Aber ich wäre froh, Herr Bundesrat, wenn Sie uns doch auch mit ein paar Worten skizzieren würden, wie Sie sich die Schweiz, den Entwurf, vorstellen und wie Sie sie sehen. Ich hoffe, dass die meisten Menschen bei uns, Männer und Frauen, den Staat mittragen, mitgestaltet, ihn als ihren eigenen Staat empfindet und lebt. Das setzt voraus, dass man ein ganz aufgerampftes Verhältnis zu den staatlichen Instanzen hat, die man ja selber bestellt. Dass man mitmacht, wie es jetzt Herr Frisch mit der Totalrevision erwähnt hat, an einem Reformprozess, wo wieder neue Generationen soll die Wegrichtung finden helfen, zu einem Ziel, das eben die Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit, aber nicht als Egoist verstanden, möglich macht, sondern in der Gemeinschaft der Familie, in der Gemeinschaft von einem Dorf, von einem Kanton und letzten Endes von deren Eidgenossenschaft. Und wenn man das so empfindet und die Weltrealität kennt, dann spürt man, dass es natürlich auch in Zukunft eine Armee braucht. Dass man aber den Geist, den uns die Künstler ihrer einmaligen Art schenken können, ebenso braucht. Und dass man sich öffnen muss, auch zu den Partnern im Ausland. Denn die Völkergemeinschaft ist mehr denn je darauf angewiesen, dass Staaten, die sich Rechtsstaaten nennen, die Freiheitsrechte praktizieren und so mithelfen, dass die Freiheit, weil sie alle Mauern übersteigt, letzten Endes dort auch wieder dazu führt, dass auch eine freiheitliche Ordnung zustande kommt. Da ist die Voraussetzung auch für eine soziale Gerechtigkeit, die ich verwirklichen helfen mit allen anderen. Ich darf vielleicht hier mit einem Zitat schließen aus einer Rede von Ihnen. Und zwar dort, wo Sie im KV Schaffhausen geredet haben, wo Sie unter anderem gesagt haben, und ich glaube, es trifft die Situation, ich meine es unsentimental und ich meine es unpatriotisch. Ich habe es wörtlich, was Sie dort gesagt haben, obwohl es kein Manuskript gibt. Sie haben dort gesagt, es geht mir darum, dass in diesem Staat jeder, Sie haben betont, jeder mit seiner Eigenart sich einbringt, auch die sogenannten Randgruppen. Es darf ruhig unbequeme Schweizer geben. Wir sind alle manchmal unbequem. Wir suchen nicht den genormten Durchschnittsschweizer. Und Sie haben dann mit großer Emphase gesagt, nein, jeder wird gebraucht in diesem Bund. Und vielleicht sind wir schuld, dass ein Teil irrtümlicherweise meint, er würde, sie würden nicht gebraucht. Ich beziehe uns alle in das Diktum von Ihnen ein, selbstverständlich, der Herr Frisch. Darum sind Sie ja beide da. Ich halte es für hocherfreulich. Sie haben ja selber gesagt, man muss nicht immer im Konsens enden. Ich glaube, wir enden auch nicht im Konsens. Aber nein, dass wir es einbringen sollen, das halte ich für freulich und dass es doch möglich ist. Ich danke Ihnen beiden, Herr Bundesrat Vogler, Herr Frisch, und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, daheim fürs Zuschauen. Thank you.